So, servus meine Lieben. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute machen wir mal was anderes. Und zwar machen wir heute mal das Auto. Ja, und ich habe euch ja schon ein paar Mal gesagt, auch die kleine Handelektro ist wunderbar, um das Auto mal eben zu reinigen. Und man weiß auch gar nicht, was man so einatmet, wenn man im Auto sitzt. Ja, und was auch andere Geräte gar nicht so wegkriegen. Der Hühler steht jetzt auf der anderen Seite, da hinten ist meine Steckdose hier in der Garage oder meine Steckdosen. Da werde ich jetzt gleich rübergehen, den anschalten und dann blasen wir das Auto erst einmal aus mit dem Hühler. Ja? Ich könnte es jetzt auch hinten mit so einem Akkugebläse machen, mit so einem Laubbläser, aber wir machen es jetzt mal mit dem Hühler, dass ihr seht, dass es auch wunderbar funktioniert. Und zwar blasen wir auch die Lüftungen und sowas alles aus. Ja, dass eben auch das mal ein bisschen gereinigt wird. Ne? Ich gehe jetzt rüber, stecke ihn an, mache alles soweit fertig. Dabei lasse ich euch jetzt da. Und dann puste ich das Ganze mal hier in die Richtung. Vielleicht sieht man es rausfliegen, vielleicht nicht. Es sind jetzt nicht die allerbesten Lichtverhältnisse heute. Mal die Sonne, mal sind Wolken. Kann ich leider nichts dafür, aber ich hoffe, dass es trotzdem reicht. Und dann starten wir jetzt einfach mal mit der ganzen Nummer. Also, los geht's. So. Dann starten wir jetzt mal mit dem Auspusten. So. Ich mache das jetzt erstmal alles mit dem Elektroschlauch, weil ich nicht glaube, dass ich noch einen anderen brauchen werde. Ja, meistens mache ich es immer mit dem, aber ich schau mal. Kann sein, dass man in ein, zwei Ecken durch den Bügel nicht ganz so gut hinkommt mit dem Elektroschlauch. Meine, möglich ist das auch. Ja, aber wir wollen uns ja auch nicht quälen, sondern wir wollen das Ganze ja vernünftig handhaben. Gut, wieder an. Power rein. Und los geht's. Auf die Boxen hier unten, puste ich einmal schön durch. Ja, und natürlich komme ich mal oben an. Unter den Sitzen schön rausblasen. Hinten natürlich auch. Ja, aber man sieht schon, dass ordentlich was rausgeflogen kommt. Ich denke, das sollte jetzt nicht so unsichtbar sein. Hinten wollen wir natürlich auch nicht vergessen. Ja. Ja. Da so die Flächen hier hinten, die man sonst nicht so sieht. Ich weiß, ihr seht mich jetzt ja nicht, aber dafür hört er mich. Ja. So. Jetzt können wir schon anfangen. Als erstes mal so ein bisschen die Sitze zu machen. Also ich hatte sauberes Wasser im Kühler, nur mal so zur Info, ne? Da waren zwei Luftlöchen mitgemacht und das war's. So. Und jetzt seht ihr,
dass man hier schön beweglich ist mit der kleinen Hand Elektro. Ja. Kann hier richtig schön hinten die Sitze abfahren, ohne mich zu quälen. Ich komme ja gleich noch zu euch rüber. Auch schön die Seiten bitte mitmachen. Wenn ihr schon mal macht, dann halt vernünftig oben, ne? Die ist sehr gelenkig, ihr könnt sehr viel mitnehmen. Auch die Kopfstützen mal ordentlich von allen Seiten bearbeiten. Oh, jetzt sieht es schon besser aus nach einem Sitz. Wie gesagt, vorher habe ich ja nur gepustet und nicht gesaugt. Aber jetzt merkt man schon, dass er ordentlich was rausholt. Ne, gerade in so Auto sitzen, überlegt mal, wie oft sitzt ihr im Auto in der Woche, wie viele Stunden, wenn ihr zur Arbeit fahrt und. Ja, was ihr da einfach auch an Hautschuppen verliert. Und auch hier finden das die Milben mit Sicherheit völlig geil, sich davon zu ernähren. Ja, also schaut mal, ich kann hier richtig schön arbeiten. Ja, die Seiten. Kopfstütze. So, stelle ich euch um und dann gehen wir nach hinten. Dann mache ich mal kurz aus. So. So, jetzt hole ich euch nach hinten. Ja, ich denke, das sollte kein Problem sein, dass ihr das alles sehen könnt. So, und wollte ich mal ein bisschen näher ran. Auch das schaut gut aus, jawohl. Und weiter. So, auch die Sitze hier vorne, von hinten natürlich, ja, ist ja auch Stoff, auch da will ich sie mal bearbeiten, ja, wenn die Kinder mal mit den Füßen da unten gegenkommen, oder mal mit den dreckigen Knie. Ich mache jetzt mit Absicht nicht den Boden, weil wir gucken uns gleich das Wasser an, nur nach den Sitzen, einfach, damit man mal sieht, was nur in diesen Sitzen in der Tiefe sitzt, ne?
So. Wir sind aber mit den Sitzen noch nicht durch, denn denk dran, solche Sitzen haben auch Ritzen, Fugen. Dafür nehmen wir dann eben den anderen Aufsatz, dass wir auch mal richtig schön reinkommen. Das ist jetzt normal, das hat zwar jedes Gerät, aber das, was nicht normal ist, mein Gerät pustet den Dreck, den es da raussaugt, nicht wieder hintenrum ins Auto rein. Ja, wie die anderen das machen würden. So. Nochmal in die Taschen reinsaugen. So, vorne die Sitze. So, jetzt machen wir den Schlauch ab. So, meine Lieben, jetzt wird spannend. Jetzt schauen wir uns nämlich mal das Wasser an. Dazu hole ich euch mal rüber. So, nicht erschrecken. Das sind jetzt tatsächlich nur die Autositze. Denkt bitte dran, ne? Es ist noch nichts anderes gemacht. Schaut mal, ist das geil. Und guck mal, wie schön milchig das schon ist. Ne? Nicht so viele jetzt wie in der Matratze oder in dem Sofa. Aber guck mal, seht ihr das? Ja? Genau das. Und wenn ihr das immer regelmäßig macht, habt ihr auch im Auto nicht mehr ganz so schlechte Luft. Und wenn wir mal schauen, ja, so, Entschuldigung. Und wenn wir dann mal schauen, haben wir auch hier wieder. Noch die hinteren Flächen. Guck mal. Eigentlich wieder relativ. Das ist relativ eigentlich schön sauber. So, das gleiche machen wir gleich hier hinten. Die Gummimatte nehme ich raus. Ja. Und dann stelle ich euch da hin. Dann gucken wir uns das Ganze mal an, wenn er hier hinten sauber macht. Weil auch das sollte man immer mal wieder machen. Ja, kommt ihr wieder in euer. So. So. Ich denke, das könnt ihr alles schön sehen. Kontrollieren nochmal sauber machen. So. Fokus bitte da. Ich lege ihn noch ein bisschen weiter rüber. Ja, so. Perfekt. So. Geht's gleich mal weiter. Und los.
So, die Seiten noch schön. Ja, eine Sichtfeldblock hier. So, jetzt tauschen wir wieder. Jetzt kommen nämlich die Kanten und Ecken dran. Machen jetzt viele tatsächlich mit der Fugendüse. Ich fange jetzt tatsächlich an mit der Kunsthaar zuerst zu gucken, dass ich die Ecken fertig mache. So rum. Ja. Na komm. Ja. Hat so oben die ganzen kleinen Winkel, wo man dann tatsächlich mit der Elektrobürste auch mit der kleinen sehr schwer hinkommt. Eben mache ich immer erstmal mit der Kunsthaarbürste auch schön schwuppen. Ja. Gerade hier vorne sowas, ja, kann ich auch mal rüber gehen. Ne? Ja. Die Naturhaarbürste ist dafür leider zu schwach, habe ich auch schon mal probiert. Aber die ist halt eben so, ja, so Graskrümel, Graskrümel selbst und so. Naja, wisst ihr, was ich meine? Hier getrocknete Grashalme, die sich da ein bisschen reingepiekst haben oder Tannennadeln, wenn ihr einen Weihnachtsbaum holen solltet oder was. Das ist dann tatsächlich schon für die Kunsthaarbürste ein bisschen schwierig. Für die Naturbürste, hier die Kunsthaarbürste, die hat er nicht große Probleme mit. Vor allen Dingen ist die auch so drehbar, dass ich die schön in die Ecken reinkriege. Ne? Ihr das seht hier andersrum. Ja. Wechseln wir das Ganze. Und gehen hier noch mal lang in den Ecken. Oben noch mal rein, so. Gut, wieder gewechselt, hier oben die Ablagen gemacht, auch mal richtig schön schrubben.
Dann schaut man mit ganz, ganz wenig Aufwand. Habe ich jetzt schon den größten Teil bis auf die Fußräume eigentlich sauber. Klar gehe ich hier oben in der Armatur mit der Naturhaarbürste nochmal lang. Eben das Staubwischen. Ne? Aber schaut mal, wie lange ich jetzt dabei bin und wie relativ schön sauber wir jetzt haben. Das ist natürlich, ne, unser altes Auto, das muss ich immer nehmen. Meine Frau, die Chefin, die fährt natürlich immer im Neuen durch die Gegend. Aber was soll's. Im Prinzip ist es egal. Hauptsache es fährt und macht eine gute Arbeit. Und mit dem hier sind wir eigentlich ganz zufrieden. So. Jetzt die Naturhaarbürste. Dann so. Jetzt kann ich schön hier oben in den Armaturen noch mal lang gehen. Da gehe ich dann nachher noch mal mit meinem Magic in the Box drüber, mit meinem Tuch. Was ihr ja übrigens meistens von uns als Geschenk bekommt, wenn wir zu euch kommen und euch den Hüder zeigen. Und ja, meistens Magic in the Box als Geschenk mit, weil das echt mega geiles Tuch ist. Man richtig schön sein Auto, seine Brille, seine Bildschirme, alles schön mit sauber machen kann. Ja. Und guck mal, es ist gar nicht mehr so viel hier, was ich jetzt mit der Bürste noch machen muss, weil wir das vorher ausgeblasen haben. Natürlich hat sich noch mal ein bisschen was abgelegt, ja, ganz klar. Aber es ist wesentlich, wesentlich weniger als vorher. Und ich kann hier tatsächlich super gut überall lang, brauche mich hier überhaupt nicht quälen. Habe ich ja nicht erwischt, da habe ich eine Ecke nicht gemacht. Oh. Oh. Das ist alles nochmal schön. Die Spiegel können wir auch nochmal machen hier oben, hinten. Rum. Hier die Blenden. Einfach für Sicherheit einmal alles nochmal übergehen. So, jetzt die Türen, fahre ich auch einmal alles ab. Wie gesagt, die Boxen habe ich ja vorhin auch mit ausgepustet. So, dann komme ich jetzt mal rüber zu euch. Und das soll dein Kabel reichen. Bis nach vorne komme. Oder? Ja, das schaut doch ganz gut aus. Ja, das schaut ganz gut aus, wenn ich bis zu euch vorkomme. So. Und das Ganze hier vorne noch. Kopf einmal drehen, ne? Auch da nicht quälen, nicht so nur verdrehen, einfach den Kopf drehen. Also einen Bürstenkopf, ne? Wie ihr ihn braucht. Dann fahrt ihr das Ganze einfach ab. So. Jetzt
kommen wir zum Fußraum. Die Matten nehme ich natürlich raus, weil es für mich auch einfacher ist, die Matten draußen abzusaugen und tiefen zu reinigen als im Auto. Ja. Einmal. Ja, wir fangen jetzt einfach an. Dann hole ich nochmal meine Kunsthaarbürste. Und das ist jetzt die in Verbindung halt mit der Fugendüse, wo ich quasi unten arbeite. Die Hauptstillfläche bzw. die Fußmatten, die ich rausgenommen habe, die kann ich ja dann schön mit der Hand elektro machen, mit der kleinen. Denn die sind ja dann draußen, da habe ich nicht so viele Winkel. Hier unten im Fußraum allerdings arbeite ich lieber, na, komm mal her, lieber mit der Kunsthaarbürste. Und die Fugendüse. Und beim nächsten Mal, wenn ich das hier mache, wenn es richtig schöner Sonnentag ist, dann wasche ich das Ganze auch mal, um den Rest hier noch rauszuholen. Ne? Da sollte es aber sonniger für sein, weil ich möchte, dass das relativ schnell wieder trocken ist. Ne, dann stelle ich ihn raus in die Sonne, mache die Fenster auf und lasse ihn da abdampfen. So, jetzt sind wir so weit durch. Jetzt schaue ich das mal an. Ja, da gehe ich jetzt ja noch, gleich noch mit Kopfwitspray rüber. Und mal ein Tuch. Und dann ist das hier alles wieder richtig schön clean. Ja. Auch da drüben, wie gesagt, man sieht halt schön die Ecke mit dem Salz. Das müsste ich jetzt waschen. Aber das springt den Rahmen, das machen wir beim anderen Video. Da waschen wir das Ganze mal. Und da waschen wir dann auch sowas hier mal aus den Sitzen raus. Aber für mich ist es jetzt erstmal tiefengereinigt. Hier fliegt nichts mehr rum, ich atme hier keinen Scheiß mehr ein, wenn ich hier hinsitze. Und das war das Wichtigste. Und jetzt machen wir noch mal ganz kurz im Schnelldurchlauf eben in so eine Fußmatte, dass ihr das auch noch mal seht. So. Seht ihr den Unterschied? Könnt ihr das sehen? Alleine von der Farbe her darf es halt. Ich denke, das kann man gut erkennen, oder? Gut, dann sehen wir uns gleich zur Nachbesprechung. So, meine Lieben, das war also jetzt Aktion Auto mal tiefenreinigen, ausblasen und einfach mal so aussaugen. Wie gesagt, waschen machen wir dann auch noch mal in einem anderen Teil, einfach weil es sonst jetzt den Rahmen springen würde. Vom Fußraum habe ich euch ein bisschen was rausgenommen, weil sonst hättet ihr die meiste Teil meine Schokoladenseite gesehen. Das muss nun auch nicht die ganze Zeit sein. Für euch natürlich. Ich meine, ich habe zwar trotzdem was an, aber was bringt es euch, wenn ihr mir die ganze Zeit auch hinten drauf guckt? Ne?
Das habe ich auch nicht groß mitgeholfen. Deswegen habe ich so den restlichen oder den letzten Part mal rausgeschnitten. Bin dafür aber am Ende noch mal mit der Kamera einfach durchs Auto gefahren, dass ihr dann noch mal schauen könnt, wie es danach ausschaut eben und dann auch noch mal, wie es ausschaut. Das packe ich euch in den Abspann, wenn ich dann halt noch mal mit Cockpit-Spray rübergegangen bin. Ja, einfach, dass man sich das noch mal ein bisschen anschauen kann. Ich habe das mit Absicht jetzt, es ist sehr lang, das Video, ich weiß, es tut mir sehr leid. Ich habe das aber mit Absicht so gemacht, dass ihr eben auch seht, ich arbeite tatsächlich so, ja. Und ich muss hier nicht immer irgendwie hin und her und irgendwas zusammenschneiden, dass es nachher vielleicht ein bisschen qualitativ hochwertiger aussieht. Und dann wirkt es aber so ein bisschen künstlich. Ich mache es tatsächlich genau so. Natürlich, wenn ich euch nicht mit dabei habe und nicht immer Ständer vielleicht noch hin und her stellen muss und einfach auch nicht so viel erklären muss, nebenbei bin ich ein bisschen schneller. Aber ich sag mal so, im Groben und Ganzen brauche ich so zwischen 30 und 40 Minuten für das Auto. Ne? Ja, beim Waschen wird es ungefähr eine Viertelstunde bis 20 Minuten sein, je nachdem, wie intensiv ich waschen muss. Ne? Aber das jetzt hinten ran zu hängen, wäre einfach noch zu viel. Aber ihr seht, wie vielseitig dieses Gerät einfach ist. Ja, wenn ihr ganz ehrlich seid zu euch, denke ich, dass es nicht ganz so viel gibt, was gleichwertig so sauber macht in so kurzer Zeit und mit so wenig Aufwand. Allein das Ausblasen, finde ich. Habt ihr gesehen, wenn man wirklich genau hinguckt am Anfang, spult ruhig nochmal zurück, schaut mal, was da so durch die Gegend fliegt, was über den Rest des Videos dann tatsächlich nicht mehr fliegt. Ja, ich habe es mir selber angeguckt, man kann es teilweise ganz gut sehen, ja, wenn man ein bisschen drauf achtet. Einfach Gold wert. Ja, ganz im Ernst, ich mache mit diesem einen Gerät, mit meinem Hühler, tatsächlich alles, er ersetzt mir alle anderen Geräte und er macht es sehr gut und es ist mega gut für die Gesundheit, weil auch jedes Mal, wenn ihr euch in so ein Auto sitzt, in euer Auto reinsetzt, in so einen Stoffsitz, ja, es ist das gleiche wie bei meinem Video mit den Polstermöbeln, ja, wenn ihr euch draufsetzt, gibt es einen Impuls und es wird aufgewirbelt. So, und dann atmet ihr das eben ein, weil ihr sitzt doch direkt da, wo ihr es aufwirbelt. Ja, jetzt wieder einer kommt, nee, ist nicht so und so, dann belügt euch bitte selbst, belügt nicht mich, mir ist es scheißegal. Mir ist es tatsächlich scheißegal. Ihr belügt euch nur selbst. Wenn ihr sagt, ist mir scheißegal, ob ich die Kacke einatme oder nicht, ist das wieder was ganz anderes. Hey, das ist ehrlich, das ist fair und das kann ich total akzeptieren. Jeder hat seine eigene Meinung. Aber immer dieses, ist bei mir nicht und ist alles geschmarrig und. Was soll das? Mir bringt es, mich ärgert es nicht. Ich kann darüber lachen. Ich habe zwei Geräte zu Hause. Meine Gesundheit und die meines Kindes und meiner Familie betrifft es nicht. Ja. Da bitte immer drüber nachdenken. Mir ist es völlig egal, was ihr davon haltet. Gerne auch immer ehrliche Kommentare hier unten reinsetzen, aber sich nicht selbst belügen, weil da habe ich nichts von. Wie gesagt, da war vielleicht mal ein Lacher. Wenn ich solche Kommentare teilweise lese, dass ich mir denke, Alter, okay. Ja. Aber auch sowas gibt's. Ja. Das müsst ihr immer für euch selbst entscheiden. Gut, damit ihr keine Folge verpasst und immer up to date seid, ja, abonniert diesen Kanal, aktiviert die Glocke. Wie gesagt, lasst gerne Kommentare da, freue ich mich immer drüber. Versuche auch immer drauf einzugehen, wenn es sinnige Sachen sind oder Fragen sind, die ihr da habt. Ansonsten guckt einfach auf unserer Seite. Okay? Gut, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bleibt gesund und munter. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Einfach los, der Wodka ist auf Lemon, ich mach weiter wie gewohnt. Mach mir noch ein Drink, ja du weißt wer ich bin high von dem Gin und flieg hoch. Komm, wir lassen heute einfach los, der Wodka ist auf Lemon, ich mach weiter wie gewohnt. Mach mir noch ein Drink, ja du weißt wer ich bin high von dem Gin und flieg hoch.
Ich komm aus der Gegend, du weißt. Ja, ich bin kalt und ich leg dich auf Eis. Sie ist wieder drauf und sie dreht sich im Kreis. Guck, wir alle wollen raus, doch der Weg ist noch weich. Ich mach es immer wieder, anderes Kaliber. Die Gegend ist am Brennen, Bruder, alle haben Fieber. Mache wieder lila, baller wieder Shiva. Klima ist zu heiß, so wie Adriana Lima.